Ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass wir vor unserem größten Kampf in unserer Karriere stehen. Und zwar mit weitem Abstand. Das Pride Grand Prix Finale gegen Rich Franklin. Epischer geht's meiner Meinung nach kaum noch. Wir wollen sofort an dieser Aktivität teilnehmen und das Beste nur rausholen, wie es nur irgendwie geht. Im Main Event natürlich, im Mittelgewicht, im Pride Grand Prix Finale. Was hätten wir denn noch so auf der Karte? Buck Coleman, Ivan gegen Anderson, Leskes gegen Dos Santos. Krank. Irgendwo, weißt du, irgendwo. Okay, Chris Neven gegen Gord McGee. Ja, das interessiert alles nicht. Das hier ist der Kampf der Kämpfe, meine Freunde. Und wir verlieren keine weitere Sekunde, sondern wollen sofort, sofort zu diesem unglaublichen Kampf. Ich halte es nochmal fest für die Statistik. Wir haben bewiesen, dass wir ein wahrer Fighter sind, dass wir es verdient haben, der vielleicht größte und beste Light Heavyweight Fighter der Welt zu werden. Und jetzt stehen wir im Pride-Finale gegen Rich Franklin. Das ist eine harte Nuss. Vor allem Rich Franklin, der kann uns KO'en. Ganz fix, wenn wir nicht aufpassen. Da ist er. Hat seine Pride-Bilanz natürlich auch mit seinen zwei Siegen aus dem Viertelfinale und Halbfinale so hinbekommen. Ich stehe auch mit 3-0 nicht schlecht da. Nun ja. Alles klar, eine klare Ansage. No elbows from here. No headbutting. No to the groins. No grab rope. Okay? Strong honest fight. Okay? Sick. Okay? Sing corner. Okay, und der faire Handshake zu Beginn. Judge. Ready? Hi everybody, I'm Steven. Und auch noch der vor dem Match. Und jetzt halt heißt es aufpassen. Das Spiel ist irgendwie nicht ganz flüssig, habe ich das Gefühl gerade. Aber schau mal an, da kommen wir schon mal ein paar Mal durch. Ich glaube, der ist direkt überrascht. Oh, das, da hätte ich jetzt einen Kick machen sollen eigentlich. So, jetzt schauen wir mal. Und irgendwie Counter-Attacks machen. Und auch ruhig mal hier ein paar Kicks kriegen, weil den kommt er vielleicht nicht so klar. Aber da kommen Schläge durch, ey, und wie? Liver Kick. Und zum Beispiel sowas hier. Da läuft er immer wieder in den High-Push-Kick rein. Oh, der ist schon gerockt? The hell? Okay. Und, ah, da wollte ich jetzt zuschlagen, weil da hätten wir jetzt die Chance gehabt. Bei diesem Versuch. Hey, wird das einfacher, als wir uns vorstellen? Oh mein Gott, der Mann ist 44 Jahre alt, aber das heißt doch eigentlich nichts. Oh, schön. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh! Und da sind wir kurz down. Okay, jetzt bloß keinen Fehler machen, bloß weil es so aussieht, als würden wir hier endgut durchkommen. Nein, nein. Okay. Gar nicht gut. Ja, jetzt komm, bloß jetzt kein Scheißbaum. Wir haben ihn schon mal gerockt. Wir hätten den Kampf schon halber beenden können. Oh, fuck. Die Knees sind natürlich äußerst uncool. Aber Gott sei Dank haben wir ihn zurück auf die Matte gebracht. Okay. Ruhig. Immer mal wieder einschlagen. Okay, aber möglichst sowas jetzt nicht kassieren. Okay, pass auf Pushkick, pass auf Pushkick. Ja, war gut, dass er durchgeht. Und jetzt, aber jetzt machen wir Schluss, komm. Ich würde sagen, oh Scheiße. Ah, jetzt dachte ich, könnte ich ihn durchbringen. Komm, jetzt, den machen wir jetzt mit einem Flying Knee. Komm schon. Da, daneben. Komm, jetzt noch ein schöner Schlag. Und das ist vorbei. What the fuck? Oh mein Gott. Ich fass es nicht. Wow. The Wolf!
Wolf with a spectacular victory. Oh ja. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Und da, schaut sich an, ey. Ja, krass. Mit der K.O. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt deutlich spektakulärer, als man sich hätte vorstellen können. Aber Leute, ich bin mittlerweile einfach ein Monster. Ich bin sowas von dermaßen stark. Da. Bei dem gehen alle Lichter aus. Es war nicht unbedingt spektakulär. Trotzdem kam der K.O. irgendwie überraschend und da ist er. Unser Pride-Pokal, der Pride-Gürtel. Mehr abräumen kann man eigentlich gar nicht und damit haben wir definitiv bewiesen, dass wir so gut wie alles erreicht haben in der MMA-Szene. Wir haben uns hochgekämpft vom ganz kleinen Wicht. Aber er hatte gut ausgeteilt, er war schon auf 47%. Wir haben einiges erlitten, aber mein Gott. Wir, das musste gerade ein bisschen auf sich wirken lassen, Leute. Das muss man gerade ein bisschen auf sich wirken lassen. So viel durchgemacht. Es sah kurz nach Karriereende aus, schon als ich die Niederlagen kassiert habe. Jetzt das. Das ist ein emotionaler Moment, den man einfach durchlebt. Wir haben so viel mitgemacht in diesem Let's Play schon, dann nach 4 Minuten 23 KO wir Rich fucking Franklin. Wahnsinn. Damit sind wir die Nummer 2, oder nicht? Okay, angeblich noch Nummer 3 in der Weltrangliste. Aber das kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen. Müsste jetzt doch eigentlich schon die Nummer 2 sein. Jetzt müsste doch als nächstes eigentlich ein Title Fight kommen. Was soll denn jetzt noch kommen? Wer will denn jetzt noch Anspruch auf irgendwas erheben? Fighter des Jahres, George St. Pierre, one more time. Knapp. Frankie Edgar wäre schon wieder geworden. John Jones, Okami, Schaub, da muss ich doch jetzt auch irgendwo mal drin stehen, oder nicht? Warum stehe ich denn da nicht drin, ey? Hallo, ich bin gerade Pride-Meister geworden. Naja. Nehme ich mir jetzt nicht so übel, spätestens im nächsten Jahr werde ich überall stehen. Bei KO und bei Fight of the Year, das hat mir fest vorgenommen. Und da stehen wir sogar auf dem Cover. Unpopuläre Strategie, Dominanz am Boden, im Kampf der Meistermacher Michel. Jawohl, wir sind auf der Titelseite, wo sollen wir auch sonst stehen, hallo? Bei dem Erfolg, den wir gerade errungen haben, absolut epic. Flynn räumte 4 Spitzengegner aus dem Weg und gewann das Turnier. Gut, es sind nicht wirklich 4 gewesen. Außer man rechnet vielleicht den Qualifikationsfight gegen Rashad Evans zum Beispiel. Aber das war, glaube ich, nicht wirklich einer. Schaut euch das an, Popularität. Wir sind mittlerweile eine Ikone im Business. Ne? Grand Prix-Sieger. Und was steht jetzt an? Es kann doch jetzt nur noch ein Titelfight kommen, oder? Okay, wir könnten zwar einen Schwergewicht, das wird nicht passieren. Wir könnten Rashad Evans. Hauptherausfordererkampf. Also, er ist wohl die Nummer 2. Und wir müssten Rashad Evans ein weiteres Mal besiegen. Dann wären wir Number One Contender. Wir hätten Forrest Griffin, gegen den ich eigentlich auch noch sehr gern kämpfen würde. Wir hätten nochmal Lyoto Machida und nochmal Jason Brills. Wir haben jetzt die Möglichkeit, gegen Rashad Evans oder gegen Forrest Griffin zu kämpfen. Die Sache ist die, wenn wir jetzt Rashad Evans nehmen und wir besiegen ihn, dann sind wir Number One Contender auf den Titel von John Jones. Die Chance, dass wir aber dann gegen Forrest Griffin noch kämpfen, ist dann eher gering. Und ich möchte aber gegen Forrest Griffin antreten, denn Forrest Griffin ist auch ein ganz großer Name und den möchte ich jetzt zuerst haben. Ich habe jetzt bei Pride alles abgeräumt. Ich muss nicht sofort Number One Contender werden. Mein Plan ist jetzt, Forrest Griffin besiegen, dann Rashad Evans auch im Octagon vernichten und dann knüpfe ich mir John Jones vor. Das ist der Plan, den werden wir nehmen und deswegen nehme ich jetzt erst einmal Forrest Griffin. Ja, das ist jetzt meine Entscheidung. So ziehen wir das jetzt durch. Das ist der Kampf. Und jetzt machen wir uns warm. Der wahrscheinlich vorletzte Kampf, der wahrscheinlich letzte Kampf, in dem es um nichts geht. Denn wir haben gerade die UFC 170 Card neu gemischt. Sein Gegner Griffin über die Änderung
Mir ist egal, gegen wen ich kämpfe. Ich trete gegen jeden an. Und damit ist auch ganz klar, wenn Griffin mich besiegen würde, dann wäre er einen ganzen großen Schritt weiter, um neuer Number One Contender zu werden. Dann würde er wahrscheinlich auf Rashad Evans treffen. Das werde ich aber nicht zulassen. Ich beende diesen Part an dieser Stelle. Yep, denn die Trainingssitzungen interessieren mittlerweile eh keinen mehr. Also, scheiß drauf. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir Forrest Griffin anpacken werden. Das wird auch wieder ein epischer Battle. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.